So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Das ist der Ramses und pass auf, jetzt kommt's. Das ist der Hannes, guck dir den an. Der ist gestern mit dem Zug nach Hause gefahren, aber irgendwie 4 Stunden später stand er wieder hier am Bahnhof. Die ganze Geschichte habe ich schon mal erklärt im Community Day Video mit Knofenser, das Infovideo, was um 10 kam. Jetzt möchte ich noch die Raider Mittwoch Folge aufnehmen, bevor wir Hannes erneut zum Bahnhof bringen und gucken, ob wir es diesmal schaffen, dass der wieder geht. Versteht ihr das? Der ist einfach, der kriegst du einmal Hannes und immer Hannes. So ist die Devise. Wir haben auf jeden Fall die Highlights der Woche für euch jetzt zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Hannes das nächste Mal da ist. Wenn er irgendwann überhaupt geht. Vielleicht bleibt er auch einfach jetzt da bis zum Geburtstag. So. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Alexander Ahringer. Der hat mir das C-Day-Ticket für den Kindwurm C-Day geschenkt. Und mal gucken, ob er es auch schafft, für den Knofenser C-Day das Ticket zu schenken. Oder jemand anderes. Oder ob irgendwann die Zeit kommt, wo niemand ein Ticket giftet. Das wäre auch okay, da bin ich mal gespannt, aber irgendjemand drängelt sich immer rein und sagt, hier, nimm mein Geld, Niantic, das muss nicht sein. Cumulus, erster Raid, bin durch, 91%. Katagami ist ja neu als Shiny eingeführt worden jetzt bei uns. Katagami, der beste Pflanzenangreifer, Katagami als Shiny, ja, guckt es euch an. Dieser kleine Papierschnipsel, wenn ihr schon ein Shiny habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann bin ich mit Anime-Fan Glücksfreund geworden. Mit Betty bin ich auch immer noch Glücksfreund. Die habe ich angeschrieben, da kommt nichts zurück. Anime-Fan weiß ich gerade gar nicht, wie ich den erreiche, wo ich den erreiche. Wenn du das siehst, bitte melde dich. Sonst muss ich gucken, ob ich über einen Chui vielleicht mal Kontakt aufnehme. Der kennt dich ja, glaube. Zweiter, ich bin so sauer, schreibt hier der T-Tomek. Ich habe das gar nicht gerafft, weil ich einfach nur ich bin so sauer gelesen habe, aber jetzt sehe ich ja, da steht Zweiter. Also der zweite Account von ihm hat ein 100% Shiny, Katagami, bester Pflanzenangreifer, den 100% als Shiny. Das ist auf jeden Fall cool, aber nur auf dem zweiten Account, kleines Foto, Handy abgefilmt. Ist cool, ist ärgerlich, aber ist für mich nicht Schocker der Woche, sondern das Ärgernis des Jahres. Dann haben wir hier Chefe24 aus der Forschung. Ein Psyaner, 100% mit Blütenkranz. Da übrigens sich auch die Frage, wer hat sich das Wunderticket gekauft? Wir wissen es jetzt, der Schäfer. So. Dann habe ich gestern beim Samyang Bulldog Account 2 Katagami Raids gemacht. Ihr habt ja immer 2 täglich freie Pässe, 9.35 Uhr und 14.14 Uhr. Beides sind auch Shiny gewesen. Der Habanero hat kein Shiny. Der Samyang hat jetzt 2 Shinies. Roselinchen, ein kleines, winziges Shiny Wommel mitgenommen. Und das hier müsste ein fettes, großes 3XL Velori sein in 100%, nimmt man mal mit, ne? Aufheben für einen C-Day, wenn er mal kommt. Kaiser Kai aus der Wunderticket-Forschung wusste nicht mal, dass es da Shiny sein kann. Aber wenn es die Dinger sowieso in Shiny schon gab, zu diversen Events, können die natürlich da auch Shiny sein. Sage ich jetzt ganz selbstbewusst, weil ich ja jetzt sehe, dass es Shiny ist. Das hat übrigens die coolste Farbe und ist das coolste, weil es Blitzer ist und eigentlich gelb ist und irgendwie Elektro ist und ich mag Elektro. Kaiser Kai war der 10. Raid, Krypto Entei Shiny mitgenommen. Ich habe nur 2 Entei Raids gemacht mit Hannes zusammen, dann, das war's. Dann habe ich das Ding nie wieder angerührt, weil kannst du nicht einladen, ist zu unsicher, du hast keine Raid-Gruppe vor Ort und so, deswegen 2 müssen reichen. Ging schnell, Kagoron Shiny. Ich habe einen Kagoron Raid gemacht, weil ich den Pokédex-Eintrag wollte. Dann war es gar kein Pokédex-Eintrag, weil das ja damals schon mal irgendwie da war, in der Forschung oder so, bei dem Habanero-Account oder wir schon einen Raid gemacht haben, war wieder mal ein Fail, aber Shiny-Jagd konnte ich nicht machen, Free-to-Play, keine Coins aufladen, den Rest brauche ich immer für Itemplatz und Beutelplatz. Und den auch bekommen, alle an einem Wochenende, Katagami Shiny, also er hat hier wirklich alles abgeräumt. War ein Kindwurm aus der C-Day-Forschung, 100% Bruderlander, 1607, mein Geburtstag, das nimmt man mal so mit, am 7.4. gefangen. Dann haben wir hier nochmal Kaiser Kai, Nummer 2 Katagami, Shiny, sogar besser als das erste und Nummer 2 von dem von Kaguron.
Kaiser Kai ist auch ein richtig Raid-begeisterter Mensch. Dann haben wir Blood and Tears. Wir haben hier Shiny Schuppelt, Shiny Katagami, Shiny Kagoron, Shiny Pummeluff, Shiny Flunschlick, Shiny Relaxo, Shiny Gladiandri, Shiny Wommeldikter und Reislaus. Dann Shiny Mantax, Mediti, Flummelwalmer, Slimer, auch alles Shiny. Und 100% erlöstes Sichlor, 100% aus der Forschung Brutalander, 100% Reislaus, 100% Relaxo. Muss man erstmal überlegen. Das meiste auch wieder in Meiningen gefangen. Meiningen hier, Meiningen da. Das muss wohl eine richtig krasse Stadt sein. Gebt's nur ungern zu, aber Event hat voll Spaß gemacht. Das freut mich auf jeden Fall. Sie hatte zwischendurch das Interesse am Spiel verloren. Jetzt ist es ein bisschen zurück und die gemeinsamen Raids sind das, wahrscheinlich das kleine Highlight für mich am Tag, für sie am Tag. Aber sie kriegt ja trotzdem immer viele 100er Shiny. Ich nehme da einfach immer alles mit. Erlöst und 100er Familie komplett. So. Charmian, Kaiser Kai, Schnurrgast, alles komplett, 100. Das Smogon war aus einer Thema-Herausforderungsbelohnung. Das ist ein Thema. Ja, das war auf jeden Fall aus das Smogon, genau, 100%. Nimmt man mal mit, der Rest mache ich schnell weg. Endlich Shiny Katagami im zweiten Raid, Alexander Aringer, 2062. Meine Kindwurm-Ausbeute schillernd. Guckt euch das an. 5 Kindwurm. Pupsi schreit das ganze Schlafzimmer zusammen. Jonas prügelt die wieder durch die ganze Bude. Das ist. Lass mal ziehen mit diesem Kind alles lustig. Da musst du gleich hin und. Jonas, nein! Und dann. Das finde ich lustig. Bei Marie auch immer. Zack. Ah! Sandra immer. Ah! Jonas ist immer, der ist so ein richtig kleiner Drecksack, ja. Grüße gehen raus an Jonas. Bei mir gibt's nicht viel zu ziehen. Das zieht man hier im Bad, das zieht. Haare habe ich ja nicht. Aber ja, ich glaube, ich muss mir mal lange Haare wachsen lassen, dass ich es nachvollziehen kann, wenn der Kraftkoloss da ankommt und seinen Wuchtschlag ausführt, wie brutal das dann ist. Ansonsten höre ich den ganzen Tag immer nur Kreischen aus den diversen Zimmern raus, wie... Ja, meine 200er Brutalander vom Community Day Classic in Pokémon Go. 3267, 1821 Alexander Aringer, da immer noch zwei fette Brutalander. Endlich ein 100er Reislaus in Pokémon Go. Endlich. Jason, Raid am Mittwoch, meine Shiny-Ausbeute von letzter Woche. Hat hier die Kindwürmer drin, Weimar ist da dabei, Mantax ist auch dabei. McMaggy, 100% Katagami, aber nicht Shiny, trotzdem richtiig cool. Auch hier Shiny Krypto, Entei, Shiny Wommel mitgenommen, Sören. Von mir kam in letzter Zeit nicht viel, gab auch nichts Besonderes, doch diese beiden gefallen mir sehr. Dickda mit der blauen Nase und WhatsApp in der schönen Limettenfarbe muss man mitnehmen. Auf dem kleinen Account leider nur Borki hier, 100% erlöst. Entei, 3101, sieht gut aus. Genaya. Endlich mal wieder ein Shiny. Onyx ist ja geboostet. Vielleicht was für Raider Mittwoch, ein selbst gehägeltes Tangela. Finde ich nicht so schön. Die Arbeit, die Leistung, die Zeit, die da drin steckt und alles, das ist okay. Da werdet ihr richtig abgehen und sagen, boah krass, ich will auch so eins, aber ich bin absolut kein Kunstliebhaber. Ich bin menschenfeind durch und durch. Ich bin Emotionskrüppel, deswegen, ich kann dem nichts abgewinnen. Das guckt auch schon so. Das macht mich richtig aggressiv, wenn das so guckt. Und der eine Tentakel, der da weggeht, das, also alles sieht gleich aus und dann kommt da so ein Rohr und da, boah, was ist da, das macht mich aggressiv. Schnell, mach mal weiter auf das Wort Zapf. Das hat sie auch mitgenommen in Limettenfarbe. Hier noch ein Shiny Walmer, Shiny Katagami. Timo mit dem Shiny Kaguron, also doch einige haben das bekommen, Benjamin hier auch. Dank Julchens Einladung das zweite 100er bekommen, danke dafür, das zweite 100er Katagami. Kann er sich eine 6er Armee dann irgendwann mal hochziehen? Nasim im Shop hat hier eine super geniale Box, die kostet 5500 Coins, da sind 1000 Hyperbälle drin und 500 Superbälle. Kauft man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß die Bälle immer weg. Silvio! Der Gerarer Raid Bus war unterwegs mit Shinox und Thomas und hat abgeräumt. Thomas hatte 3 Shinies und somit gewonnen. Was haben die da jetzt gemacht? Shinox hat hier Krypto Mewtwo's mit 13, 13, 15 zweimal, dann 13, 12,
15. Er hat ein Grifeldis Shiny entwickelt, ein Mewtwo erlöst zu einem 100%igen. Macht man nicht? Na, kann man machen. Das kriegt ja noch eine Mega-Entwicklung. 100er muss man unbedingt haben. So, dann schillernd Krypto Mewtwo hier auf Pokémon aber. Aus der Quest noch Skalück und nochmal Skalück hier in Shiny mitgenommen. Dann habe ich das gesehen und dachte erst, das ist der Schocker der Woche. Aber wie kann man das machen? Er hat doch schon ein 100er erlöst. Warum erlöst er noch ein richtig gutes Krypto Mewtwo, was dann nur ein 98er wird? Wenn er doch schon das 100er erlöst hat, warum macht er das? Du musst jedes Krypto Mewtwo aufheben und musst dann 6 Stück auf Level 50 ziehen, so wie ich damals. Und 600%ige brauchst du aber auch noch, die nicht Krypto sind. Aber ein 98er erlöst es. Aber wer genau hinguckt, da steht ja Pokémon. Und beim anderen steht ja 10 Shinux, ne? Also das sind ja zwei verschiedene Accounts. Also das wird dann wohl das Allerbeste auf dem Pokémon sein. Deswegen hat er es erlöst, dass er das vielleicht mal nimmt für die Mega-Entwicklung. Auf der anderen Seite immer noch sagen können, solange die Mega-Entwicklung noch nicht im Spiel ist, wartet man noch ab und erlöst es dann erst. Aber dann kannst du das wieder mit Frustration nicht machen. Aber das kommt ja auch gefühlt alle paar Monate wieder Frustration verlernt. Elke, da ist es jetzt ganz besonders. Ich weiß nicht warum, bei Elke war der Wurm drin. Hallo Ramses, heute habe ich meinen zweiten Doppelhunderter Glückstausch bekommen. Das erste ist von Kaisi, damit man die Uhrzeit sieht, kann man leider die WP nicht sehen. Das mit dem grünen Streifen oben ist das von Paula. Ich habe es jetzt einfach so gelassen, ich habe es nicht nochmal groß, die Bilder. Ihr seht ja, es ist Burmi. Burmi gegen Burmi, beide 100%. Dann, schon wieder, die Merkwürdigkeit des Jahrhunderts. Elke hat eine Nachricht zurückgerufen. Nicht nur eine, sondern gleich 3000 Stück. Was war da denn los? Habe ich mit reingenommen, finde ich lustig. Dann, Rest von Kaisi aus den letzten Wochen. Habe aber bei den Shiny wieder nur die neuen auf dem Account und nur das Beste, wenn mehrere gefangen wurden. Insgesamt waren es mit den 12 Seedee Shiny, Flamjau und Kindwurm, etwa 50 Stück in knapp 4 Wochen, aber schicke weniger. Da ist ein grauer Bilderhaufen, sieht schon komisch aus. Bilderhaufen sind immer komisch, aber dann drückst du drauf und dann steht einfach nur, HD-Bild konnte nicht geladen werden. Ich konnte mir den Haufen nicht mal angucken. Habe ich mich davon nicht unterkriegen lassen, bin mal weiter gesteppt. Das niedlichste ist das hier, WP10er Vadribje. Zwar schon wieder ein männliches, aber das wird behalten. Graues Bild. Noch eins vergessen, noch ein graues Bild. Du drückst drauf, HD-Bild konnte nicht geladen werden. Ich war im WLAN, ich habe das WLAN ausgemacht, ich bin über die mobilen Daten, ich schaffe es nicht mehr, das anzugucken, es ist alles verkorkst. Aber wir machen weiter mit, ansonsten eben die vom C-Day, jede Menge Bronzel, Schlurp, Ediza, zwei weitere Ditto und so weiter, 100er, einmal das Getauschte und Ferkuli. So, ihr seht jetzt hier nur Ferkuli, 100 und ihr seht halt Burmi, schon wieder. Paula Shiny auch ohne die 6 Kindwurm. Haben wir hier einen ganzen Sack voll, können wir zeigen, Shiny, Knilz, Fifien, Floing, Wablu, Onyx, Weilmar, Shiny, also Mantax. 100er das gleiche, Ferkuli mittlerweile das fünfte 100er in der Familie, sowie ein Gruff und das getauschte grüne Burmi. Das habe ich aber jetzt nicht nochmal groß gemacht, seht ihr hier, die ganzen 100er Fergulis, das Gruff in 100, das ist auf jeden Fall cool und dann eben noch das Burmi. So, Grüße an dich und deine Familie, an alle, die das Video sehen, ciao, einen schönen Tag und viel Fangglück an alle. Jetzt ist der Desktop ausgegangen, ich mache ihn mal wieder an, es ist minimal heller, sieht man gar nicht den Unterschied. Grüße zurück, haben wir schon mal geschrieben, kommt zu Cumulus. Ich will Facebook in Facebook Bilder schicken, sieht halt mittlerweile richtig komisch aus und macht immer mehr Probleme. Am besten ist Telegram, ansonsten, das ist WhatsApp, Cumulus in WhatsApp zum Beispiel hier, Shiny Katagami, dann haben wir Mantax dabei, wir haben Reislaus dabei, zweimal bekommen, wir haben hier Weilmar dabei, wir haben Adomasan, haben wir hier einen Pummel dabei in 100%, das ist immer noch WhatsApp, Henry Herford, Verräter, Mittwoch, 100er Flanniwal, dann die Shinies mit Gewaier, Reislaus, Weilmar. Dann ist WhatsApp vom Lenz Hart, hier Weilmar, Shiny, Katagami, Shiny, Kabufala, Shiny, Reislaus mit dem Go++, Shiny, Ui, einfach so, Mantax, aha, dann hier Kindwurm, Würmer, 39 Stück, 100er Kindwurm, noch vom C-Day, dann sind wir schon wieder bei Instagram. Das weiß ein Rahmen drum und weiß immer nicht, wer es ist, musst du immer so machen und das,
Instagram auch 5 verschiedene Arten, Bilder zu schicken und eins schwieriger als das andere. So geht's aber, denn das ist der eine Kurde aus Hamburg. Der hat ein 100%iges Groudon getauscht bekommen von Alpa Blue im 2.4. Ist durch einen normalen Tausch 100% geworden. Dann haben wir hier ein 100%iges Glücks Groudon aus Hamburg getauscht bekommen von Alpa Blue am 7.4. Der hat also zweimal Groudon getauscht bekommen. Zweimal ist es 100% geworden. Einmal ist es sogar Lucky geworden, obwohl es kein Lucky Trade war. Er schreibt auch hier nochmal, innerhalb von 5 Tagen, beide waren ein ganz normaler Spezialtausch. Das eine ist sogar Lucky geworden, also ein Hando und ein Lando. Jetzt hat der zweite Account einfach 200% und ein 98er Groudon, während mein Hauptaccount nicht mal ein einziges Gutes hat. Bei mir hat der zweite Account mehr Glück als im Hauptaccount. Geht aber vielen so? Tauscht dann die Accounts, dann ist der Hauptaccount plötzlich der bessere. Ist also nicht auf dem Main-Account. Kein Schocker der Woche für mich. Dann haben wir hier nochmal Feuerwehrfra, weil ich es immer aufs Bild schreibe, können wir das Bild groß machen. Da unten ist noch ein Blümchen, dann habt ihr hier Kindwürmer, Weimar ist dabei. Wir haben das Katagami, Shiny, Waldbronn, auch richtig gute IV eigentlich. Dann haben wir, leider war der Kindwurm nur am Kleinen, der nur 6 Pokémon gefangen hat. War 90 WP, Raschel, okay, 100%. Weimar, Shiny, klingt wie eine Schallplatte, die springt und hängt. Dann haben wir Onyx, Shiny. Und dann sind wir durch. Das heißt, jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Der liegt übrigens da unten. Ne? Kann man euch gleich nochmal zeigen. Der Schocker der Woche kommt von Borgi. Denn Borgi hat auf dem Hauptaccount was bekommen. Mein erstes Raid Shando. Nach 4.196 Lechi Raids, er weint, es ist mit Wetterbrust, es ist Shiny, es ist Kagoron, es ist nicht bei uns, es sind Fan-Raids, es ist eine Wucht. 4.196 Raids. Und das allererste legendäre, 100%ige Shiny bei ihm auf dem Account. Das ist eine coole Statistik, das hat er hier auch nochmal bewertet aus Piermont, New South Wales, Australien. Die Leute waren nicht so dran interessiert, Kagoron-Raids zu machen. Für den Pokédex-Eintrag mal einen Fan-Raid-Pass, okay. Shiny-Jagd über Fan-Raid-Pässe, die so verkackt teuer sind mittlerweile, hast du nicht so Bock und kannst auch nur 5 pro Tag machen. Ich finde also, ein 100er Katagami zu bekommen, ein Shiny-Katagami zu bekommen oder ein 100er Shiny-Katagami zu bekommen, wie der T-Tomic auf seinem 2. Account, war einfacher, war besser, war möglicher, weil du kannst am Tag gefühlt unendlich viele Raids davon machen. Und die normalen Pässe nutzen die günstigen. Kagoron konntest du theoretisch nur 5 am Tag machen über die teuren Fan-Raids. Und dann müsstest du auch noch Leute haben, die dich überhaupt noch einladen. Und dann ist es auch noch schwieriger, mehr zu bekämpfen, während du Katagami sogar auch alleine machen kannst. Deswegen T-Tomic auf seinem 2. Account, das Shando. Nicht Schocker der Woche, aber für mich Borki mit seinem Shando auf dem Hauptaccount nach 4.186 legendären Raids insgesamt. Dieses Teil, was wirklich selten ist. Das ist selten. Viele haben kein Kagoron, viele haben kein 100er, viele haben kein Shiny und er hat einen Shiny 100er von diesem blöden regionalen Ding, was aussieht wie eine Klobürste. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Der sitzt da drüben. Warte mal, ich brauche mal mein Bildschirm wieder. So, führt's euch, dann machen wir nochmal eine Großaufnahme. Das ist der Hannes und wie versprochen, das ist der Adi, der liegt nämlich hier wie eine Wurst. So, wir würfeln auch kurz und eine 4. Tschüss Adi, alles Gute.